Ist, kennt das unangenehme Gefühl von Turbulenzen. Das Flugzeug sackt durch, der Magen steigt in Richtung Kopf, ein kurzer Moment der Schwerelosigkeit. Genau dieses Phänomen nutzen Wissenschaftler auf sogenannten Parabelflügen aus. Das Flugzeug geht aus großer Höhe in den Sturzflug und in dieser Zeit herrscht an Bord Schwerelosigkeit. Mein Kollege Hilmar Schmund ist mitgeflogen. Früher Morgen in Bordeaux. Der Beginn eines Tages, der für diese jungen Studenten sicher unvergesslich bleiben wird. Mit einem Airbus A300 fliegen sie an diesem Morgen raus auf den Atlantik mit an Bord 10 Zierfische. Sie gehören zu 3 Experimenten, die an diesem Tag bei Schwerelosigkeit ausgeführt werden sollen. Die Maschine hat inzwischen das offene Meer erreicht. In einer Höhe von 8 Kilometern startet der Pilot plötzlich durch. Wir sind jetzt in der Beschleunigungsphase. Man fühlt sich doppelt so schwer, wie man eigentlich ist. Ich fühle mich jetzt ungefähr 160 Kilo schwer. Und das Blut sackt schön in die Beine. Der Kopf wird etwas leicht. Wir gehen jetzt in einer Parabel steil nach oben. Immer steiler. Und gleich kommen wir an den Punkt, wo der Pilot sagt Ejection. Und jetzt plötzlich setzt die Schwerelosigkeit ein. Ich schwebe. Ich werde hinten zum Glück gehalten. Das Besondere an Schwerelosigkeitsexperimenten ist, dass die Forscher sich den Bedingungen aussetzen, in denen sich ihre Experimente befinden. Die Forscher selber sind sozusagen ihre eigenen Versuchskaninchen und wie man um uns herum sieht, glückliche Versuchskaninchen. Mehr als 1000 Studenten aus ganz Europa hatten sich für die Parabelflüge beworben. Die ESA wählte 30 Experimente aus den Bereichen Medizin, Physik und Chemie aus. Über einen Zeitraum von 2 Monaten stand der umgebaute Jet den Nachwuchsforschern zur Verfügung. Das Schöne an unserem Programm ist, dass die Studenten machen Experimente in den studentenparabolischen Flugkampagne. Und dann werden die besten Experimente zu einer nächsten Stufe gebracht, zu den Stufen von den professionellen parabolischen Flügen. Und dann die besten Experimente werden dann die Möglichkeit haben, nachdem in den Raumstationen zu fliegen. Das Phänomen der Schwerelosigkeit in Flugzeugen ist lange bekannt. Doch erst mit den ersten Düsenjets gelang es Anfang der 40er Jahre für mehrere Sekunden, die Erdanziehung aufzuheben. Mitte der 50er Jahre begann dann die amerikanische Weltraumbehörde NASA mit der Ausbildung von Astronauten in umgebauten Jets. Hoch über dem Atlantik herrscht an Bord des Airbus inzwischen ausgelassene Stimmung. Zwischen den Experimenten bleibt den Studenten Zeit für eigene Forschung in Sachen Schwerkraft. Doch einige Parabeln später zeigt das ständige Auf und Ab dann auch bei den Hartgesottenen Wirkung. Trotz magenberuhigender Medikamente fordert die Forschung sehr persönliche Opfer. Man kann auf der Erde kurz schwerlos machen, man kann das auf einen Falltor machen, während ein paar Sekunden. Man kann das in ein spezielles Flugzeug machen, was dann durch einen Parabel ungefähr 20 Sekunden liefern kann. Aber wenn man länger fallen will, muss man halt im All fallen und zwar umkreisend die Erde. Und dann kann man sehr langfristig Experimente machen. Nach 30 Mal auf und ab ist dann Schluss. Sichtlich erleichtert betreten die Studenten wieder festen Boden. In den kommenden Wochen wollen die Bezwinger der Schwerkraft ihre Experimente auswerten.